immer noch unterwegs im Store. Und anfangs hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir so lange an einer Location hier sind. Aber wir brauchen unter anderem immer noch Batterien. Wir brauchen immer noch. Ja, was brauchen wir noch? Müssen Glenn noch helfen? Also ist noch einiges zu tun. Und ich schaue mich hier jetzt immer ein bisschen um, ob ich hier irgendwo Batterien im Regal vielleicht sehe. Das wäre natürlich alles deutlich einfacher, wenn ich anfangs diese Hinweise, also diese Punkte aktiviert hätte. Ich habe die extra ausgestellt, um zumindest eine kleine Herausforderung zu haben. Ja, dann sprechen wir mal mit Lilly, mit der haben wir noch gar nicht geredet. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. Ja, was mit ihm nicht stimmt, wissen wir ja eigentlich. Dann fragen wir mal so, ob sie von hier ist. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force Base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UTA. Ja, war jeder hier, als die beiden hier in die Drogerie kamen. Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Oh. Are you okay? Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Yeah, the owners, they were, we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. Oh boy, das ist nicht gut. Ja, scheinbar sind beide Eltern tot. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. He's got a temper. Ah, fuck you. Yeah, he doesn't mean it. It's just that. Yeah. Ja. Wir können natürlich nicht sagen, er ist ein guter Mensch, denn ich meine, er wollte den kleinen Jungen umbringen, also schwierig. We've got kids here. Families. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. Where's her mom? Savannah, I think. Oh, you guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. Tja, dann fragen wir so, was sie da über die ganze Situation hält, oder von der Situation hält. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. I'm gonna get back to him. Sounds good. Tja, wir müssen natürlich immer noch. Wir können natürlich mal nach draußen gehen, denn uns wird ja angeboten, in die Alley zu gehen. Wobei, was ist hier hinten? ATM. Vielleicht finden wir draußen irgendwo noch eine Batterie, die draußen liegt. Aber was mich natürlich auch interessieren würde, und da gehe ich nochmal ganz kurz zurück, denn. Im Büro gab es, glaube ich, noch eine zweite Tür, die so ein bisschen verbarrikadiert war. Vielleicht können wir die auch öffnen. Schauen wir mal. Denn irgendwo muss ja noch der Schlüssel sein. Und wenn wir jetzt mal gucken, die Schleifspuren gehen nach hier. Also scheinbar haben sie die raus in den Raum getragen. Also die Eltern. Na, jetzt dreht sich auch die Kamera nicht mehr. Das ist natürlich jetzt doof. First aid kit. Ja, sonst ist ja aber auch nichts mehr. Ich komme hier noch nicht rein, weil ich keinen Schlüssel habe. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. Hm,
Also hier drin werden wir nichts. Was ist hier noch? Ja, das ist auch die Tür. It's locked. We need to track down the keys if we're gonna. Ja, vom rein logischen Standpunkt aus würde ich ja sagen, dass der Schlüssel wahrscheinlich bei den Eltern ist, die irgendwo rausgeworfen wurden. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich mal raus auf den äußeren Hof, was uns ja angeboten wurde von einem der, ich wollte gerade sagen Insassen, von einem unserer weiteren Überlebenden. Denn sonst, ich sehe hier auch wirklich nicht die Batterien oder irgendwas. Was haben wir? Großkarten. Ja, dann reden wir mal mit Duck und sollen gehen wir mal raus. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. Ja, besonders clever ist das in meinen Augen nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn wenn uns Zombies irgendwie sichten, dann weiß ich nicht, ob das so praktisch ist. Back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Ja, dann schauen wir uns mal um. Was liegt da? Ein Stein. Guck, was haben wir noch? Da vorne, hier ist Duck. Ich könnte Duck natürlich auch in der Fernbedienung ist das. Gucken, sonst erreiche ich hier auch nichts mehr. Can't reach that brick. Ja, besonders clever dürfte das natürlich nicht sein, das Ding hier aufzumachen, gerade da auch ein Zombie in unsere Richtung kommt. Aber. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Ja, er hat es natürlich passend gesagt. Aber kurioserweise sind hier nirgendwo die Schlüssel. Also wir haben jetzt hier auch keine. Ich sehe hier auch nichts sonst, was ich noch irgendwie anklicken könnte. Was haben wir da hinten? TV-Store. Da sollten auf jeden Fall Batterien sein. Die Frage ist natürlich, weil mir gerade die Fernbedienung eingeblendet wird, kann ich von hier aus vielleicht den TV einschalten? Think you can do anything with this? You know what I could do. What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Ja, so doof war meine Idee doch nicht. So kriegen wir nämlich. Well, fucking done, Doc. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Ja, auch Zombies möchten mal TV schauen. I got a few of them to take notice. But not enough. Ja, die Grundidee war natürlich gut. Die gehen alle weg, aber noch nicht alle. Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Ja, wäre natürlich praktisch, wenn wir die Scheibe zerstören könnten, dann würden sie nämlich alle angezogen werden. Any idea where the pharmacy keys might be? We searched high and low inside before you guys got here. They weren't on the old couple we took out of the office. Are you okay? I'm fine. If the keys aren't in the drugstore, think they could be out here? They now live in a world where getting up and walking away is an actual possibility. Right. Ja, da war meine Grundidee, dass natürlich die Schlüssel bei den Eltern sein könnten, scheinbar relativ falsch. How'd you end up here? Well, I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time on the computer. No, just doing my own thing. What about you?
Ja, uns wurde ja im vorherigen Teil geraten, dass wir nicht unbedingt jedem erzählen sollten, dass das unsere Eltern sind, weil jeder natürlich die Geschichte kennt, dass der Sohn der Inhaber jemanden getötet hat. I just sort of ended up here. Oh, cool. You've got that little girl with you. Yeah, I'm just taking care of her. Ja, also hier müssen wir nicht auf unsere Lebensgeschichte aufbinden. Und jetzt sehe ich natürlich den Stein. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn wir den Stein kriegen würden. Dann könnten wir vielleicht drüben das Fenster einwerfen. Aber wie schon gesagt, wir kommen da nicht ran. Das heißt, wir gehen mal wieder rein. Let's head back inside. Okay. Es gibt ja drin noch diesen Stab, den wir hinten im Büro zurückgelassen haben. Vielleicht kann... Wobei, der Stein liegt direkt davor. Also da durchgreifen sollte auch kein Problem sein. Ja, jetzt fehlen uns immer noch Batterien. Also so viel hat sich nicht geändert. Was haben wir hier? Eine Essensbox. Sehe ich auch zum ersten Mal. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all. Ah, okay, also eine Spendenbox. Was haben wir hier für einen neuen Punkt? Das Tor. The pills are in there. Also es scheint so nach jedem Gespräch, dass sich ein bisschen mehr öffnet an interaktiven Punkten. Deshalb muss ich mich jetzt hier mal ein bisschen genau wieder umschauen. Aber also ich würde ja sagen, ich hole mir diesen Stab und hole dann den Stein durch das Tor, um den dann irgendwie einzuwerfen, aber da scheint noch nicht ganz so viel zu bringen. Wir müssen ja auch noch Glenn retten, dürfen wir auch nicht vergessen. How are we doing? Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Doc? We've all been through a lot. Better get back to getting this guy's medicine. Take your time. Ja, niemand mag den Kerl, der den kleinen Jungen umbringen wollte, verständlich.